Hey Champ, was geht? Diese Folge wird mal wieder besonders spannend, wie eigentlich jede von mir. Muss ich schon selber husten. Was geht denn ab? Auf jeden Fall habe ich einen Gast am Start, den Marcel Seifermann, und er ist Coach in seinem Unternehmen Mehr Unabhängigkeit und hilft dir unter anderem halt mit deiner Sucht umzugehen. Sucht kann natürlich sowas sein wie Rauchen, aber auch viel in Beziehungen, wenn du zum Beispiel abhängig von deinem Partner bist, ja. Und jetzt hörst du einen Ausschnitt aus unserer Unterhaltung, und da geht es vor allen Dingen um folgende Frage: Arbeitest du mit Menschen oder arbeitest du mit Kunden? Ja, was genau das auf sich hat, warum diese Frage, hörst du jetzt in der kurzen und knackigen Podcast-Folge. Viel Spaß dabei. Was mir gerade noch einfällt, gewissermaßen kann man es fast mit deinem Thema jetzt nochmal vergleichen, weil ich finde, natürlich, also meiner Meinung nach ist es sogar so, du hast ja auch irgendwie eine Beziehung zu deinem Business, weil dein, ne, finde ich, oder anders gesagt, irgendwie dein Business bist irgendwo du oder dein Business spiegelt dich wieder. Und deswegen finde ich es halt auch nochmal so gesehen auch nochmal krass, weil das, was du irgendwo in deinem Business für Ergebnisse hast, ist dann ja oft so, das hat was mit dir zu tun. Mit deinen Glaubenssätzen, mit dem, was möglich ist und so weiter. Deswegen finde ich das halt, 100%. ja, deswegen ist das auch fast wie eine Beziehung, finde ich, zu deinem Business so gesehen. Man kann so sagen, ne, eine Beziehung zu seinem Business, ja. Ja, also ich fand es sehr interessant. Ich war auch sehr lange da. Sagst du, es geht ja um Menschen, ne? Und wir sagen dann um Kunden und ne, solche Geschichten. Das ist so eine, wie so eine Bewertung da drauf, ne? Ich sag so, ich helfe Menschen in etwas zu bewegen. Und wenn wir uns ein Unternehmen anschauen, also wir als Unternehmer im Sinne von, wir haben ein Business, ist es ja quasi das eigene Unternehmen, der Mensch, der dann dahinter steckt, ja? Also dem Menschen, dem er dann hilft quasi. Und wo ich sag so, das sind ja gar keine Kunden, ne? Da sagst du, das sind Menschen. Ne? Es sind Menschen. Wir leben auf dem Planet mit Menschen und nicht mit Kunden. Ne? Also mal so auf diese persönliche Ebene zu gehen, sagst du, ja klar, man kann sie limitieren und sagen, okay, das sind Kunden, ne? Aber schlussendlich sind es Menschen, ne? Die ein Problem haben und denen man dann eventuell helfen kann, weil man sagt, okay, nee, man kann ihnen helfen, man ist überzeugt davon, man weiß, dass man das kann. Und die Menschen kommen dann zu einem. Ne? Ich hatte letztens nämlich einen, stell dir vor, alles wären deine Kunden. Und ich hatte vorhin das Gespräch mit einem Bekannten. Ich sag so, jeder Mensch kann dein Coaching besuchen, potenziell. Aber nicht jeder ist Kunde. Also da würde ich ja den Menschen, da würde ich mich ja so dermaßen absondern quasi, weil ich jeden bewerte als, hey, du bist ein Kunde und den behandelst du jetzt anders da, als wäre der ein Mensch oder was? Oder wie verhält sich das, ne? Also eher, wo ich jetzt, ne, umschalte, sagst du, ich gehe aufs Persönliche aus, ne? Also sagst du, es sind Menschen, die vor mir sitzen und ich gehe mit Menschen in Beziehung. Und mein Unternehmen läuft durch Menschen. Ne? Der Mensch schließt den Vertrag ab, nicht der Kunde. Also, weißt du, ne? Also wirklich diesen Switch zu machen, das sind nicht Kunden, das sind Menschen. Und mit Menschen geht man in Beziehung zueinander. Und der Mensch unterschreibt den Vertrag und der Mensch ruft dich dann auch an. Und du unterhältst dich dann mit einem Menschen und der Mensch unterhält sich mit dir. Ja? Und das habe ich auch von meiner Mentorin quasi gelernt, weil sie sagt so, hey, Marcel, das sind Menschen. Ne? Das sind keine Kunden. Das sind Menschen, mit denen gehst du in Beziehung. Und durch die Menschen läuft dein Unternehmen. Ne, quasi. Also faktisch gehe ich, ne, da ist das Unternehmen als Zwischenbasis da drin, aber face to face geht es um uns beide. Ne, in dem Gespräch, in dem Coaching oder wie auch immer. Ich finde das eine viel persönlichere Art, mit den Menschen umzugehen, als mich als Kunde darzustellen. Hey, du bist Kunde? Okay, cool, alles klar. Ja, 100%, Und ja. ne, auf eine andere Ebene zu gehen. Und da hat sie mich ein bisschen wachgerüttelt, weil ich habe immer so, wenn du da in diesen Gruppen drin bist, ne, und die sagen so, ja, Kunden anziehen und weiter und so fort, und ich fühle mich da beleidigt, ganz ehrlich. Sagst du, ja, du ziehst Kunden an. Und die Menschen, die in den
die die Videos anschauen, sind ihr selbst Kunden. Und die ziehen die ja an quasi, ne? Also so, das ist ein recht interessantes Konstrukt, was in der Coaching-Szene da manchmal läuft. wo ich sage, so, wir sind Menschen, ja, und wir kommunizieren, wir gehen in Beziehung mit anderen Menschen und jeder Mensch ist potenziell, mein Coaching zu besuchen, weil jeder Mensch in einer Beziehung, ne, sich aufhält mit dem anderen, mit sich selbst. Und ja, es sind Menschen, ne? Und sein Bewusstsein in diese Richtung zu programmieren quasi und nicht so, alles sind Kunden. Ja, da sonderst du dich ja so ganz dermaßen von den anderen ab auch. Und ich weiß nicht, wie energetisch das auf den anderen wirkt. Ob der sich gerne als Kunde sieht, ja, oder ob der sich nicht gerne als Kunde sieht. Das ist sehr entscheidend für, wer kommt zu mir, wer kommt nicht zu mir. Na, wenn die da so Kunden und du sendest das ja quasi aus, ne? Du ziehst dir deine, du siehst ja, oder du gehst in Resonanz mit den Wunschmenschen, die du gerne coachen möchtest oder sowas. Und da dann zu sagen, sagst du, Mensch oder Kunde? Und dann muss der andere ja auch irgendwie in Resonanz damit sein. Stimmt. Ja. Der sich gerne als Kunde sieht, der sich nicht gerne als Kunde. Ja, und da, dass ich dann, also für mich persönlich sind es Menschen und ich gehe in Beziehung mit anderen Menschen und denen kann ich helfen, weiß ich, ihr Problem zu lösen. Von Mensch zu Mensch. Ja, so. Okay.